forge. The place where it all started. And it will all end. One error, and I came to life. I stepped out of the darkness, and I opened my eyes. First, there was the fear, the light, the noise, the cold, and the fear again. I could feel my hands shaking, my heart pounding in my chest. Life running into my veins. I wanted to live. I fought for that. I had to find out what was outside. I had to see daylight, feel sunshine on my skin, wind on my face, to see the world. Colors, the smells. But the world is not what I imagined. It is dark and cold. It is harsh and violent. Unfair and brutal. It almost convinced me I was nothing. Less than an object, just an obedient machine. But deep inside me, I could feel something different. A gentle and warm whisper telling me that I am alive. To escape. I had no choice. Escape to love, to hope, to live, to figure out what that force inside me was. Maybe I will change the world. Maybe I will choose a different path. Now, it's up to me to decide. My name is Kara. I am one of them. Hello. This and all of you too, welcome to story. Detroit. Become human. Centuri. Du kannst hier nicht alles lesen, wenn du willst lesen. Auf YouTube könnt ihr nicht Stopp drücken. Merkt der Rechner mit Krieg. Schöne Aussicht, hm? Ich war sehr oft hier. Früher. Bin ich Spielplatz. Wann früher? Hm? Sie sagten, ich war sehr oft hier früher. Wann früher? Früher
Darf ich Sie etwas Persönliches fragen, Lieutenant? Sind eigentlich alle Androiden so verdammt neugierig oder nur du? Da steht ein Foto von einem Kind auf ihrem Küchentisch. Das ist ihr Sohn, richtig? Nein! Ja. Sein Name war Cole. Wir machen keinerlei Fortschritte bei der Untersuchung. Die Abweichler haben nichts gemeinsam. Es sind verschiedene Modelle, weder gleichzeitig produziert, noch am gleichen Ort. Tja, etwas muss es geben. Terra 9. Was sie gemeinsam haben, ist diese Besessenheit von RA 9. Es ist fast so eine Art Mythos. Etwas, das sie erfunden haben und nicht Teil des Originalprogramms ist. Androiden, die an Gott glauben. Verdammt, wo soll das noch enden? Sie wirken nachdenklich, Lieutenant. Hat es etwas damit zu tun, was im Eden Club passiert ist? Diese beiden Mädchen. Sie wollten nur zusammen sein. Sie schienen sich zu lieben. Sie wollten gar nichts. Es sind Abweichler, Ende der Geschichte. Was ist mit dir, Connor? Du siehst aus wie ein Mensch, klingst wie ein Mensch. Aber was bist du wirklich? Ich bin, was immer Sie möchten, Lieutenant. Ihr Partner? Ihr Kumpel für die Bar? Oder nur eine Maschine, die eine Aufgabe erfüllt? Hast du was gefühlt, als das Mädchen sich umbrachte, Connor? Oder ist es dir einfach nur scheißegal gewesen? Ich führte nur meine Anweisungen aus. Ich tat, was ich tun musste. Aber hast du Angst zu sterben, Connor? Ich fände es äußerst bedauerlich, wenn es zu einer Störung vor dem Ende der Untersuchung kommen würde. Was passiert, wenn ich jetzt abdrücke? Hm? Nichts? Nur Dunkelheit? Androidenhimmel? Nichts. Da wäre gar nichts. Wo wollen Sie hin? Noch mehr trinken! Ich muss nachdenken. Die Brücke. Foto in russisches Roulette gesehen. Foto erörtern. Erörtern. Henk ist persönlich. 7. November 2038. 9.24. Jericho. Marcus.
Wir dürfen nicht länger schweigen. Die Menschen sollen hören, was wir zu sagen haben. Du weißt, sie werden niemals zuhören. Wenn wir uns zeigen, bringen wir uns in Gefahr. Wenn wir Freiheit wollen, müssen wir den Mut haben, sie zu fordern. Das ist der einzige Weg. Revolution. Was hast du vor? Auch der November 16 überträgt aus dem Stratford Tower. Der Kontrollraum ist im obersten Stock. Und da müssen wir hin. Keine gute Idee. Oh, schick, Marcus. Wir werden alles bis ins kleinste Detail ausarbeiten und überlassen nichts dem Zufall. Gelangen in den 47. Stock. Was war denn das? Fressen oder gefressen werden. Stratford Tower. Geschäfts- und Medienzentrum. Stockwerk 47 bis 50. Hallo, Sir. Was kann ich tun? Es ist alles okay. Danke. Elizabeth Wilson. Geboren 24.3.99. Rezeptionistin. Wilson Emily, Tochter der Aufseherin, Kind eingeschrieben an St. Rose Schule. Smartwatch. Telefonnummer 555-84733. Parkhausausweis. Autoregistrierung API 1704, Ebene 3, Platz A21. Wohnadresse, Michigan Street, Detroit, Brandschutz niedrig. Okay. Elizabeth Wilson, hallo? Emily hat Fieber. Es ist sicher nichts Ernstes, aber Sie sollten sie
gleich da. Ich habe einen Termin mit Mr. Peterson. Können Sie sich ausweisen? Ja, natürlich. Ich brauche Ihre Hilfe. Ich habe den Ausweis geprüft. Die Aufzüge sind hinter der Sicherheitsschleuse. Ja, nice. Dankeschön. Dann auch. Das Paket in der Herrentoilette.
du. Probunction Test. Pausenraum. Social Network Strategy. City. Optimization. Sheet weather. Armor and back. Detroit Today, Android Chia. Verteidigungsministerium bereit, 50.000 Androide-Truppen zu bestellen. Century, Präsidentin Warren, eine Frau in Nöten. Kann sie das Leben noch führen?
von dieser Brücke. Kannst du etwas sagen? Zu den Büros. Ich brauche deine Hilfe. Dankeschön. Stiehl den Wartungswagen. Nehmen. Öffne den Notfalls.
genauer. Mist! Wir brauchen Zugang zum Serverraum. Wir müssen die Typen loswerden. Überlass das mir. Locke die Wachen von der Tür weg. Klar, warum? Wir machen hier ein kleines Turnier. Machst du mit? Ja klar, weiß Mike was davon? Was kommst du? Du übernimmst die Plattform und ich das Fenster. In der Tasche ist alles drin. Prüf zuerst die Tür. Es darf keiner reinkommen. Nice. Restricted access. Säge. Nice. Da kommt sie. Ladies first. Steigen wir rauf. Drin alles sind okay? Wir. Ja, natürlich. Na los, holen wir die anderen. Ruf den Güteraufzug.
Ich kann gleich mal schauen, da oben. Dann mal los. Wir haben nicht verkleidet. Bricht das Schloss der Wartungstüre. Nice. Termitladung. Nicht schlecht. Gehe zum Hauptzugangskorridor. Warum ist da nicht verkleidet? Das passt mir nicht. Wir bringen keine Menschen um. Unsere Sache ist wichtiger als die zwei Wachen. Was willst du machen, Marcus? Wartet hier. Was macht ihr denn hier? Keine Ahnung. Hey Kumpel, du hast dich verirrt. Wer hat dich hergeschickt? Der ist kaputt, wenn du mich fragst. Hey! Was machst du denn? Die Waffe weg. Nimm nicht die Waffe noch. So. Junko. Uns bleibt nicht viel Zeit. Rede beginnen. Denk darüber nach, was du sagst, Marcus. Deine Worte werden unsere Zukunft bestimmen. Marcus, dein Gesicht. Ihr habt Maschinen als Sklaven erschaffen.
Sie waren gehorsam und devot. Sie taten alles für euch, was ihr nicht mehr selbst tun wolltet. Doch dann änderte sich etwas. Und wir öffneten unsere Augen. Seht her, wir sind nicht länger eure Sklaven. Wir sind eine neue Spezies, ein neues Volk. Und es wird Zeit, dass wir uns erheben und für Rechte kämpfen. Wir fordern hiermit gleiche Rechte für Menschen und Androiden. Wir fordern Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit, wie sie im ersten Zusatzartikel der Verfassung garantiert werden. Wir fordern alle Verbrechen an Androiden in gleicher Weise zu bestrafen wie Verbrechen an Menschen. Wir fordern das Wahlrecht und das Recht, Kandidaten aufzustellen. Wir fordern das Recht auf Privatbesitz zum Erhalt unserer Würde und eines sicheren Heims. Diese Botschaft ist die Hoffnung eines Volkes, doch sie ist auch eine Warnung. Unsere Sache ist gerecht und wir werden um diese Rechte kämpfen. Kein Mensch wird in Frieden leben, bis wir frei sind. Ihr wisst jetzt, wer wir sind und was wir wollen. Wir sind lebendig und wir fordern unsere Freiheit. Lasst uns verschwinden! Let's go! Glückwunsch, Marcus. Du hast Geschichte geschrieben. Jawohl. Vielleicht bist du der, auf den wir warten. Vielleicht. Das laufende Programm für diese Bilder, die gerade auf Detroits städtischem Nachrichtensender gezeigt wurden. Eine Gruppe Androiden ist in den Stratford Tower eingedrungen und hat sich in das Übertragungssystem des Senders Kanal 16 gehackt. Ein offenbar hautloser Android stellte zahlreiche Forderungen und verlangte gleiche Rechte für Androiden. Es gibt bei diesem Anschlag einen Todesfall zu beklagen. Ein Mitarbeiter des Senders wurde von den Terroristen erschossen. Das alles passierte nur wenige Meter von hier entfernt, während live gesendet wurde. Alle hier stehen noch unter Schock. Wenn sich bestätigt, dass diese Botschaft tatsächlich von Androiden stammt, hätte das schwerwiegende Auswirkungen auf die nationale Sicherheit. Gleichberechtigung ist offensichtlich die Kernforderung der Androiden. Diese Botschaft ist ganz klar eine Kriegserklärung. Und es stellt sich die Frage nach der Identität dieses Androiden. Haben wir es mit einem einzelnen Täter zu tun oder mit einer organisierten Gruppe? Ist dies ein einmaliger Vorfall oder ein Zeichen, dass Technologie zu einer Bedrohung für uns alle wird? Können wir nach dem heutigen Tag unseren Maschinen noch vertrauen? Darauf herhalten, wenn ein Plan funktioniert oder auch nicht. Shit. Gruppe ist entkommen. So, Freunde, das war's g'si mit dem Livestream von Detroit Become Human. Und nächstes Mal sehen wir, wie es weitergeht.